Ja, grüß euch Gott schön und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 1 Remastered auf der PlayStation 5 bei meinem Jubil. Also diese Typen, die machen ein Geschrei da unten, das ist ja furchtbar. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau, bei meinem Jubiläumsrun hier, ja, bei meinem 10. Durchlauf. Ob es klappt oder nicht. Bei einem 10. Durchlauf in Dark Souls 1. In New Game Plus 9, ja. Gut, und da gehen wir jetzt gleich runter. Wir gehen wirklich gleich runter. Ah, eines mache ich noch. Dann brauche ich es dann nicht. Nämlich, ich mache mich wieder mal menschlich. Ich konnte mir jetzt eigentlich die Menschlichkeit wieder herlegen. Wieso habe ich die da nicht? Die habe ich vorher rausgelegt. Die könnte ich mir jetzt wieder da reingeben. Ah, die sind ja wieder da unten. Mein Gott, nein, die sind ja wieder da unten am anderen End. Am anderen Ort. So. Das sind Geräusche, das ist unvorstellbar. So, so, dann habe ich die da liegen. Die Pfeile habe ich ja da noch nicht hergelegt. Die legen wir auch gleich her. Für später dann. Jo, die Ringe passen. Dann sollte wieder alles in Ordnung sein. Und jetzt gehen wir nochmal retour kurz. Und ich zeige euch mal, was. Nämlich hier, wenn man reingeht, da liegt ein. Ah, okay, ja, da kann man, ja, ich dachte, da legt jetzt eine Seele oder was. Da kann man jetzt PvP spielen und so, ja. Deathmatch Ruine, Team Ruine, Duell Ruine, Duell Podium, Team Podium und Deathmatch Podium. Und da haben wir auch noch was. Tafel der Legenden ansehen. Die Tafel der Legenden ist noch online. Ich bin jetzt nicht online. Also das ist so PvP oder so. Oder PV, was weiß ich. Ich spiele das nie. Also online so. Schon auch manchmal. Aber jetzt nicht so wirklich im Duell und so. Das ist eigentlich nie so meins gewesen. Ich meine, in manchen Spielen habe ich schon gern mit irgendwelchen Freunden mal eine Runde gespielt. Zum Beispiel Nioh 2. Also da habe ich wirklich sehr viel online mal mit einem Havara. Ja. Gezockt, aber sonst so, dass man sich da duelliert oder was, das ist nicht so meins. Eher helfen oder so. Da bin ich dann selbst auch einmal, würde ich dann auch gerne mal mein Zeichen vielleicht irgendwo hinlegen, ja. Also, ja. Wird sich dann wahrscheinlich der andere denken, bitte keine Drohungen. Aber, na, aber wie auch einmal, habe ich zum Beispiel auch noch nie probiert, dass ich mal wem helfe. Ist wahrscheinlich der reinste Horror, nicht? Aber wäre mal was anderes, ne? Wird sich das Blatt mal wenden dann, ne? Sonst habe ich immer nur ich Hilfe angefordert. So würde mich ich einmal anbieten. Okay, gut, das war das, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Und auf der anderen Seite, wenn wir reingehen, dann gehen wir hier rauf. Und das, wie gesagt, das ist der Bereich, ja, da könnt ihr ihn dann ganz cool abschießen mit den Pfeilen. Aber wir gehen weiter. Immer weiter nach oben und dann werdet ihr gleich sehen, dass da hier oben ein Turm ist. Und wenn wir dorthin gehen, itemtechnisch glaube ich, ist da eh nichts gewesen. Da bitte nicht runterspringen, das ist tödlich für euch. Und jetzt werdet ihr sehen, verschlossen, genau. Und den Schlüssel dafür kriegen wir dann erst. Drum, ja, weißt du Bescheid. Und ihr hört schon irgend so was wetzen, also ein Schleifstein. Also könnt ihr euch gleich denken, wer da oben sitzt, ja. Jo, also, drum gehen wir dann mal weiter. Mal schauen, wie ich da jetzt durchkomme, da in Olasil, weil das ist eine extrem blöde Gegend, ja. Saublöd. Also, stockdeppert. Will ich bei einer Frage schon sagen, stockdeppert. So. Ah. Gut, falsch. Da geht's lang. So, ich setze mich jetzt noch einmal hin. Habe ich mir jetzt menschlich gemacht? Nicht wirklich, oder? Ich habe mir die Menschlichkeiten hergelegt, aber menschlich gemacht haben. Hallo. Ach so, ach Gott, ich muss ja eine konsumieren einmal. So, mein Gott, na, fiebt mich gut. So, und jetzt kann ich die Aushöhlung umkehren. Ach Gott, na, man muss ja wirklich. Jetzt passt's. So. Dann geht es jetzt wirklich los. Und ich habe mich deswegen menschlich gemacht, denn darunter, wenn wir jetzt gehen, wird sehr bald gleich einmal ein schwarzes Phantom daherkommen. Ja? Mehr sage ich nicht.
Aber ihr werdet das dann gleich selber sehen. Und itemtechnisch werde ich natürlich auch wieder schauen, dass wir alles kriegen. Ich weiß nicht, wie viel Parts dauert, bis wir da unten sind. Jedenfalls da bist du da so den Weg da so oben und da schlängeln wir sie dann so gegen den Uhrzeigersinn da so runter. Dann da vorne diese Brücke, das über meinem Kopf, da so rüber und bis dann da so runter. Und da dann, da runter dann, ganz noch mehr dann weiter. Und dann, ja, sind wir mal unten und dann später geht es noch weiter runter. Und dann sind wir ganz unten und dann passt das. So, okay. Da sehen wir jetzt die nächsten Gegnertypen, neue Gegner. Und da setze ich schon ein richtiger Ungustel, ja. Also einfach Schild hoch hier auch. Und ja, so dämlich, ne? Also wirklich, die haben so einen richtig dämlichen Schädel. Übrigens, den Kopf habe ich auch. Den kann man auch absetzen, wenn ich will, ja. Ist ein seltener Drop von denen. Und die gibt es dann verschärft auch noch in so Art, ja, Magier-Typen. Ja. Aber ja, werden wir alles sehen dann. So, ja, wichtig hier langsam vorangehen. Oberrenner, da die da nicht, sonst verfolgen euch die und ja. So, dann haben wir gleich mal einen großen Sellencontainer da mal. Als nächstes, erst was juckt denn immer alles? Da ist so heiß bei uns, wir haben gerade Sommer, es ist schlimm, es ist alles biegt dann zusammen da, es ist. Ich will gar nicht sagen, was man da alles zusammenbiegt. So, da haben wir jetzt gleich mal die ersten zwei, die werden gleich mal auf mich aufmerksam. Drum Schild hoch. So, und einmal, zweimal. Ich meine, die halten auch nicht so viel aus, aber seht, genau. Dann kommt der eine auch gleich ran. Und du auch noch. Ah, jetzt habe ich raus da mehr, ne? Aber ist wurscht, ich habe eh Gott sei Dank genug Estus-Flascherl und auch Menschlichkeit hätte ich dann auch noch. Muss mich da ein bisschen besser platzieren, so was, ne? Moment kurz, wenn es ein bisschen so wackelt jetzt gerade. Das ist nur mein Mikro. Muss ein bisschen, sorry, das war jetzt gerade ein bisschen unprofessionell, aber ja, so, jetzt soll es passen. Jo, also hier diese Gegnertypen. Was da jetzt seht, das wird dann auch eine tolle Cutscene, sage ich. Eine Shortcut-Cutscene. Ein Shortcut, wo wir dann, wenn wir ganz unten sind, da dann raufkommen. Theoretisch könnten wir jetzt wieder, ja, mit unserem Trick arbeiten und wir wären gleich unten. Ja. Also man könnte hier extrem schnell voranschreiten. Also wenn ihr jetzt schnell auf, weiß ich nicht, New Game Plus irgendwas kommen wollt, spielst du das Spiel einfach mit dieser Mid-Roll, ja, dass du überall runterspringen könnt. Ihr seid so schnell von A nach B, das ist unvorstellbar. Aber natürlich, wenn ihr es genießen wollt, alles sammeln wollt, leveln wollt, dann ist schon auf jeden Fall besser. Ihr spielt es langsam mit Bedacht und ihr genießt es. So, da unten sollte dann bald mal ein schwarzes Phantom kommen. Da kommt der erst, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, wir werden sehen, wir werden alles erleben. Aber ich glaube, es sind nur zwei da oben. Das kommt erst. So, ja, ich glaube, da jetzt dann. Da runter jetzt, glaube ich, da erscheint er dann von hinten. Weil ich habe ja was gesagt, aber ich sag's euch gleich. So, da ist dann eh nichts. Da gehen wir dann da weiter. Ist er jetzt schon? Gleich wird was passieren. Okay, da jetzt noch die. Genau, und da jetzt, da ist ein Magier dabei. Und diese Kugel, die tut ordentlich weh. Die braucht es nicht glauben. Und deswegen schnell hin. Von hinten. Von hinten, genau. Und dann, weil bis sich der umdreht, hoppt's denn. Ja, also so würde ich es empfehlen. So den Bogen da so von hinten machen und dann ist die beste Option. So, dann haben wir hier, Achtung, da aufpassen, da ums Eck, da versteckt sich einer. Drum den holen wir uns auch gleich. Der glaubt, der kann uns überraschen, der Hundling, aber nicht mit uns. So, großer Seelencontainer. Und jetzt, erst wo ist der Freak? Ah, das ist erst da dann. Kommt er jetzt erst? Ich glaube, da oben jetzt. Da oben ist er. Ja, ich überlege gerade, soll ich zuerst. Moment, machen wir so. Na, den einmal. Den holen wir mal so. Weil da unten kämpfen auf diesen Mengenbereich, das ist auch wieder sowas, gell? Weißt du Bescheid, ne? So, immer abwarten, bis er draufschlägt. Und dann sind die alle kein Problem. Ne? Da geht es jetzt dann weiter in so einen hinteren Bereich, so in die Hintergassen, genau, in die Hintergassen von Ulathil.
und in die Hintergossen von Ulasil gehen wir da dann eh gleich. Allerdings, ich will ihn zuerst machen. Und bitte, passt auf jetzt. Ich gehe mal ein Stückerl. So, und jetzt kommt er schon. Der böse Chester. Und gleich hin zu ihm, denn sonst überrascht euch der von hinten. Und ja, vielleicht mache ich ein Glas. Oh, der hat Leben. Der hat Leben. Der hat Leben. Seht, und der macht da so einen komischen Ausfallschritt. Und das ist gefährlich, das ist tödlich. Ja, seht. So stirbt man. Und ich, einmal sterbe ich immer gegen ihn. Einmal sterbe ich immer gegen ihn, ja. Weil diese Armbrust, die schießt so schnell, ja, die hat eine Feuerrate von unvorstellbar. Und du kannst die fast nicht ausweichen. Drum, ich hab's gewusst. Aber ist wurscht, das macht nichts. Wir sind gleich wieder da. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass er Ungustel ist. Und ein falscher Hund. Ja, der haut da von hinten Sackel ins Kreuz. Und darum habe ich es gesagt vorher. Der haut da von hinten Sackel ins Kreuz. So. Es war besser, wenn die alles ziemlich beisammen sind. Ja. Was jetzt? Viele sind tödlich. Viele auf einen Haufen sind tödlich. So. Genau, so wird es gemacht. Dann wieder Ausdauer ein bisschen farmen und geht schon. Dann haben wir die Luschen da mal. Dann sind wir eh schon wieder da. Es geht eigentlich hier relativ zügig darunter. Wenn man es richtig angeht, natürlich, nicht? Wenn man es falsch angeht. Und immer wieder stirbt, ist man auch gleich einmal eine Stunde beschäftigt für 50 Meter. So, dann hier runter. Dann da ums Eck, da war jetzt wieder der Zauberer, genau. Wir machen es noch einmal so, wie wir es gesagt haben. Von hinten und dann von hinten, genau so. So machen wir das jetzt. So, dann hat sich da der eine da versteckt. Und da sind dann eh schon meine Seelen. Und jetzt muss ich schauen, wie ich den am besten angehe. Ich finde, er ist hier in Dark Souls 1 einer der gefährlichsten schwarzen Phantome, der Chester. Finde ich. Einer der gefährlichsten. So, dann wieder. Ich tue mir lieber nochmal auf. Ach so, ich bin so dämlich. Ich habe mich nicht menschlich gemacht. Ich habe mich nicht menschlich. Dumm kommt auch nicht. Ach Gott. Ah, boah, jetzt wäre er fast reingefallen. Man hat den Reflex gesehen von mir. Wow, also Hut ab, ne? Bitte habt ihr den Reflex gesehen? Wie ich abbremst hab. Mal gescheit zusammenbremst, ha? So, dann werde ich mich hier nochmal so. Ja, natürlich, wenn jetzt. Ja, na super, jetzt setzen wir hin, jetzt sind wieder alle da, ne? Aber die Ausstellung umkehren kann ich nur. Ah, jetzt sind wieder alle da. Ich bin so dämlich. Na, sehr gut. Muss ich noch einmal. Ja, ein bisschen fad. Nur mit dem Chester. Der blöde Chester. Chesterfield. So. Ja, das ist gut. Am besten ist, wenn sie beieinander stehen bleiben. Dann kurz Abstand gewinnen und kaum jawohl. Aber wenn man genug Ausdauer hat, ist das schon eine Geschichte. So, jetzt noch einmal. Moment, war da oben auch noch was? Sonst noch was? War da hinten war eh nichts mehr, glaube ich. Nein. Da war eh nichts mehr. Gut, dann hier aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Und noch einmal das Ganze. An ihr zwei Lustigen da. Einmal, zweimal, dreimal. Passt. Der Shooter. So, wir haben 14 Minuten schon wieder. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Hallo? Ja, ich weiß, ich war zu langsam gewesen. Ich habe es eh gewusst. Hätte mich nicht erwischen dürfen. Und noch dazu gibt es da Giftschatz. Der macht Giftschaden auch noch. Zusätzlich. Wir waren das in schon Knur war. So. War ja hässliche Typen auch. Und wie gesagt, diesen Schädel, dieser ganz seltene Drop, den kriegst du dann auch. Oder da habe ich zwei sogar. Da habe ich zwei. Zwei von diesen Schädeln. Ich zeige es euch ganz, ganz kurz. Ganz unten habe ich den irgendwo liegen. Nur so nebenbei gesagt, da schau. Einen aufgeblähten Kopf und den aufgeblähten Zauberkopf. Vom Zauber und vom normalen.
Seht, das sind ganz seltene. Die kommen nicht oft. Ich glaube, da muss man eine Goldmünze tragen oder einen goldenen Schlangenring, dass man da ein bisschen die Chance hat, das zu kriegen. So, ich muss da jetzt wirklich aufpassen, denn. Ah, ich hätte den zuerst. Habe ich es ja noch nicht getriggert? Nein, ich habe es Gott sei Dank noch nicht getriggert. Ein Stück weiter muss ich noch oben. So. Jetzt kommt er gleich. Chester. So, jetzt. Gleich hin zu ihm wieder. Kann man den backsteppen auch? Ja. Also er ist sowas von fies. Komm, ich brauche einen Anschlag. So, jetzt komm. Schau, der richtige. Na. Also. Boah. Ist unvorstellbar, ne? Der ist ja Wahnsinn. Der schaut so unscheinbar aus, der Hundling. So, jetzt ist er so. Unvorstellbar, ne? Also, das schaut so leicht aus, aber der ist nicht leicht. So, aber Gott sei Dank, jetzt haben wir ihn. Der wurde bezwungen. Und ja. So. Jetzt, bevor wir da runtergehen, gehen wir. Ich komme dann von da eh auch rauf. Das mache ich dann von der anderen Seite. Ich komme dann von der anderen Seite, von der hinteren Seite, wo die Kiste da jetzt steht, über meinem Kopf. Ja, komme ich von der hinteren Seite dann an die Kiste ran. Ja, also merkt sich das, wo wir jetzt stehen, und wir kommen dann einfach von der anderen Seite. Über diesen Weg. Und der wird jetzt auch nicht so lustig, denn jetzt kommen die Hintergassen. In die dunklen, finsteren Hintergassen. So. Und aufpassen auch, das Gefährliche auch hier, man kann leicht mal wo abstürzen. Die Wege sind eng, ja. Sehr eng. Und da ist der nächste. Aber er bewegt sich Gott sei Dank nicht viel. Hätte man theoretisch von oben eine Doppeldeck auch machen können, aber das ist, weiß ich nicht. Nicht so zum Empfehlen. So, dann haben wir als nächstes da ums Eck dann eh nichts. Dieses Item kriegen wir dann von oben, da springen wir dann runter. Jetzt weiß ich, muss ich eh, ja genau, jetzt muss ich eh gleich darüber springen, beziehungsweise runterrollen. So, rollen. Das reicht. Und da war eh nichts dann. Dann geht es da ums Eck und Schramsen. Genau, und da gehen wir dann gleich rein in dieses Räumchen, da wird es gefährlich gleich. Und da müssen wir dann eh hin. Genau. Dann sind wir eh schon da wieder. Ja, da war das, genau. Jetzt gehen wir aber zuerst mal da rein. Und dann schauen wir mal. Ja, genau, da ist so ein Magier auch. Genau, boah, da muss man aufpassen. Denn die sind gefährlich auch. Setzt die Schild hoch, ganz wichtig, denn die machen mega Punch. Ziehen einem ordentlich was ab. Ich heile mir lieber nochmal auf, der traut dem Frieden nicht. Und jetzt müssen wir von dieser Seite runter, da geht es auch rein. Okay, da war nur der, ja genau, da kommen wir. Ich überlege gerade, da war eh nichts. Ja, dann schaue ich da rauf. Wo bin ich denn da jetzt wieder? Ja, genau, jetzt bin ich da. Ja, da rolle ich schnell. Geht kein darüber zu rollen. Genau, das funktioniert. Was juckt denn die Nase heute so? Genau, und jetzt kommen wir zu diesem. Ja, ich glaube, da kann ich von oben runterspringen. So war es. Nicht runterspringen. Hier, so über diese, auf diese Art und Weise bekamen wir dieses Item. Und sonst war da eh nichts. Genau, dann haben wir das auch. Den oberen Bereich hier. Da war auch nichts mehr. Dann können wir wieder zurück. Also verschnörkelt hier die ganze Geschichte, gell? So, jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Und da ist, glaube ich, sogar ein oder zwei von diesen Gegnern. Sind da nicht sogar zwei? Moment, ich muss ganz vorsichtig. Da ist einer. Auf der Stu. Oh, habt ihr gesehen? Das ist ein Wahnsinn. Habt ihr es gesehen? Also, jetzt muss ich. Jetzt renne ich schnell oben. Mit. Ah, Wahnsinn. Schaut, zwei sind's. Und jetzt muss ich gleich einmal, zweimal und rollen und wegrollen. Und nochmal wegrollen und wegrollen. Unten durch und komm.
Ja, so habt ihr gesehen, so wird es gemacht. Also sofort durchdashen, ja, dann ist das auch machbar. Das ist ganz interessant, da sind schon zwei Kisten offen, da war schon irgendwer da, wahrscheinlich der Patches, keine Ahnung, der wird das geflattert haben. Und eine ist da, eine ist offen, eine ist offen, eine ist gleich offen. Die Kette zeigt nach hinten, es ist keine Mimik. Und wir bekommen hier die finstere Kugel, also das ist auch super, eine super Magie. Genau, das kriegen wir da. Dann da heraus, was war denn da noch schnell? Muss ich schauen, ist da ernährt? Hallo Echo, hallo, ist da wer? Nein, das ist eine Sackgasse, beziehungsweise eine Falle, dass man da vielleicht schnell rausläuft und läuft da dann gleich ins Leere. Kann natürlich auch passieren, ne? Es kommt in die besten Kreise vor. Schon bald einmal, wo er abgestürzt. So, dann haben wir das, haben wir auch, da waren wir eh. Jetzt, Moment. Ich schaue trotzdem nochmal. Ah, doch nicht. Da war die komische Gurken da. Da war die Gurken. Ah, genau, Verzeihung, Maske kriegen wir da. Ja, und sonst ist da auch nichts gewesen. Genau, da war ich nämlich noch nicht. Da war ich noch nicht. Ja, auf dieser Ebene, auf halber Ebene auf Deutsch, kannst da und da raus. Und da haben wir geschaut, aber bei der anderen Seite. Oder, ja, genau. Da haben wir geschaut und bei der anderen Seite haben wir nicht geschaut. Dann gehen wir raus, weil sonst ist da dann eh nichts gewesen. Wenn, da waren wir eh, da haben wir eh geschaut. Genau, da waren wir dann oben, haben uns das eine Item geholt. Genau, dann haben wir das A erledigt. Und jetzt können wir, Moment, das haben wir, das haben wir, das haben wir, genau. Jetzt können wir hier ums Eck und jetzt müssen wir uns dann, also auf dieses Dachel, da müssen wir dann rüberspringen, ja. Aber da, das geht sich mit Rollen nicht aus. Da müssen wir wirklich einen Hopser machen, gell? Aber bevor wir das machen, seht ihr hier, lesen wir mal diese Nachricht. Es werde Licht, ja. Also das Spiel gibt uns ein kleines Rätsel auf. Es werde Licht, also was müssen wir da machen? Licht müssen wir machen, genau. Und dafür setzen wir jetzt einfach mal unsere Sonnenlichtmare auf. Die kennen wir ja gut. Die haben wir in die Katakomben und da gehabt. Gell? Wisst ihr Bescheid, ne? Genau, und das Birndl setzen wir jetzt am Kopf. Stellen uns einfach her hier. Und, et voilà. Wie von Geisterhand öffnet sich uns hier diese Pforte. Und ich glaube, das reicht schon. Jetzt können wir den wieder zurückgeben. Ich gebe gleich wieder mein Ding auf, weil jetzt brauchen wir es nicht mehr. Das war's dann, glaube ich, schon wieder. So, Stücke noch auf, dann war es dann eh gleich irgendwo. Da jetzt, da haben wir gehabt. Passt. Okay. So, und da herinnen ist dann, war da, genau, da war eine Kiste und es ist keine Mimik. Kiste, keine Mimik, die Kette zeigt nach hinten. Und wir bekommen den Silberanhänger. Und jetzt weiß ich nicht, war da irgendwo noch eine Illusory Wall? Weiß ich jetzt gar nicht, war da, aber ich glaube nicht, oder? War da noch eine wo? Nein. Mir kommt schon alles durcheinander, wie gesagt, das ist oft wirklich, alles merkst du dann auch nicht. Alles, aber da war nur das. Jo, dann, genau. Und jetzt können wir da rüber springen, müssen wir auch. Dann ein bisschen Anlauf nehmen und ho, hops. Super, super. Perfekt. Und das Ganze jetzt noch einmal. Und das schaut so aus, wie wenn es da hinter der Stufe abwärts geht. Aber das ist nur eine optische Täuschung. Da, die sind direkt an der Wand, die Stufen. Also da kann man nicht zu weit springen. Das schaut momentan nur vom Licht her so aus. Da unten müssen wir dann weiter. Machen wir auch gleich. Aber vorher gehen wir noch nach oben. Und sehen jetzt. Moment. Da oben war eh, glaube ich, kein Gegner mehr. Und kommen jetzt darauf. Und seht, jetzt sind wir auf dieser Seite, wo wir vorher da oben waren, wo ich sagte, die Kiste holen wir uns dann von unten. Seht? Jetzt sind wir eine ganze Runde gegangen. Und wenn wir uns da herstellen, ich zeige es euch nur, da sind wir ungefähr vorher gestanden, wo wir gegen Chester gekämpft haben. Und da haben wir gesagt, die holen wir uns dann von der anderen Seite, die Kiste. Ne? Da kommen wir dann von der Rückseite. Und jetzt sind wir das ganze Dings da hinten gegangen. Und das allerdings ist jetzt eine Mimik. Das schaut gefährlich aus. Man sieht nämlich die Kette nicht, wo die hin zeigt. Und wenn man das nicht 100% weiß, dann schaut man mal, ob die vielleicht atmet. Schauen wir mal. Seht, jetzt hebt sie sich ein bisschen. Und dann senkt sie sich wieder.
Und man könnte jetzt mit so einem untoten Amulett das raufschießen, dann könnte man es auch einfach entnehmen, aber wir suchen ja die Herausforderung. Drum schlagen wir so drauf und kämpfen wir gegen diese Mimik. Jawohl. Am besten von hinten wieder, weil da kann am wenigsten passieren. Nur nicht von vorne, direkt vorne stehen, weil wenn die greift, die frisst die auf. Die frisst die richtig auf, die Mimik. So, und wir bekommen Menschlichkeit. Wäre da drinnen gewesen, kann ich nicht mehr nehmen. Ich habe 99, mehr geht nicht. Oh ja, ich habe nur mehr 84, dann war es was anderes. Sorry, jetzt sage ich gerade einen Blödsinn. Dann war das was anderes. Und dann kann es irgend. Was kann das dann sein? Ohne Spaß. Was kann das sein? Wo habe ich 99? Es kann nur was sein, wo ich 99 habe. Hä? Was ist das? Was? Hä? Ich habe sonst nichts, 99. Hä? Was ist das dann? Keine Ahnung. Das ist komisch. Na, ich habe keine Ahnung. Zumindest, ich bin voll mit diesem Item. Laut Adam Riese. Okay, gut, sei es wie es sei. Wir sind schon ein Stück runtergekommen. Da oben haben sie immer gestartet. Ja? Da oben in dem Turm haben wir gegen Atoras gekämpft. Und da unten auch, wo das über meinen Kopf jetzt die Seite mal da liegt. Ja? Da müssen wir dann auch, und da sind wir noch immer nicht ganz unten. Ja? Jetzt ein bisschen eine heikle Stelle. Da sind auf dieser Brücke, auf dieser Steinbrücke Gegner. Und da vorne dieser über meinem Kopf, das ist dann wieder Magier. Und ich muss da hinkommen. Da bin ich auch schon das ein oder andere Mal abgestürzt. Ich hoffe, nicht jetzt. Allerdings werden wir das da ein bisschen anders machen. Wir werden das auf die sicherere Art und Weise machen. Weil da steht der eine vor mir und da ums Eck, dann hinten rechts, ja, da ums Eckerl steht noch einmal einer. Und der überrascht mich sonst. Drum machen wir den einmal zuerst. Denn das wäre dann, wenn man es weiß, ist es sehr einfach. Ne? So, und jetzt den machen wir dann um 6. Schaut, nämlich da hat sich einer versteckt. Und der würde mich dann angreifen. Und während ich gegen den kämpfe, wäre der auf mich losgegangen. Obwohl, das war eh schnell gegangen. Aber okay, jetzt aufpassen. Jetzt kommt der Magier mit seiner Kugel. Genau. Jetzt schießt der Hundling. Und das ist jetzt. Jetzt muss ich warten, bis der aufhört. Und jetzt hoffen. Hörst du mal auf? Ist das. Schaffe ich vielleicht eine Position, dass ich ihn treffe, aber er mich nicht? Das kennen wir ja auch schon gut aus dem Hauptspiel, aus den Archiven. Gegen einen Channeler. So will ich. Schauen wir mal, treffe ich ihn von da überhaupt? Ja, es geht. Aber ich kann ihn nicht. Aber es trifft mir die Kugel. Ja, sie trifft mich. Schade. Das musste ich ausprobieren, austesten. So, die Federpfeile, aber die hebe ich mal auf. Die Federpfeile hebe ich mal auf. Ich könnte es riskieren. Soll ich drüber laufen? Ist ein bisschen ein Risiko jetzt. Aber na, ich lasse ihn mal schießen. Jetzt. Ah, jetzt habe ich da nicht. Moment, einmal noch. Das ist ein bisschen na, schieße mal. Schieß noch mal. Genau. Und jetzt. Ah, jetzt hat mich erst erwischt. Das war dumm. So, aufpassen jetzt. Ja, das war gut. Und jetzt. Hä? Hey, nicht. Habt ihr das gesehen? Der hat mich weggestoßen. Also, das hat er fies gemacht. Aber es ist sie Gott sei Dank noch ausgegangen. Das ist doch ein Hundling. Ach so, ein Rotzpippen. Ein dreckiger. So, gut, dann haben wir das auch erledigt. Wir haben 29, ja, wir sind jetzt schon zumindest einmal da. Da werde ich dann einmal kurz eine Badpause machen in dem Bereich. Ja, das sind jetzt die mit den roten Köpfen. Die sind, glaube ich, nur eine Spur stärker. Zumindest kommt es mir so vor, ich habe keine Ahnung. Und ja, genau, jetzt bin ich da in dem Bereich erinnert. Da ist wieder einer. Man alleine gehen sie nicht, aber schaut bitte nur nicht, dass da in der Masse auch vielleicht losgehen, denn das ist unangenehm. Das ist unangenehmst. So, da drüben der Freak. Ah ja, da kommt einer runter. Also bitte aufpassen, nicht zu so schnell nach vorpreschen. Und auch jetzt ganz wichtig, da bitte nicht runterlaufen. Lauft da nicht oben.
Weil da sind ein paar unten und die gehen dann alle auf euch los und da habt ihr keine Chance mehr. So, da liegt Abfall, wahrscheinlich das dämlichste Item im Spiel. Und den Fuchsdomen, den da mal gleich banieren. Ja, bleib einmal ruhig, du Vogel. So, komm, hallo. Ja. Ja, okay, na, wenn's so, dann bleibt das, ist gut. Ah, der glaubt, der. Was macht er jetzt? Sucht einen Weg zu mir? Das ist möglich, das wäre gut sogar. Ah, der kommt wirklich zu mir, oder? Kommst du auf zu mir? Besuch mich. Kommst du her zu mir? Jetzt da stehen zwei, da unten stehen zwei und da hinten, glaube ich, steht auch noch wer. Und dann da unten steht dann da oben auch noch. Ah, der ist schon überkuppt. Ja, weiß ich nicht. Seht's? Also Wahnsinn, was da los ist, ne? Und ich würde sagen, zieht euch einmal ein paar einzeln, ja? Beziehungsweise, also nicht runterlaufen, weil dann kommen alle. Dann kommen alle und das ist nix. Schau, ich triff nicht einmal den. Und Zübergang, so kommst du auf. Weil da mach meinen nach dem anderen. Wie gesagt, da lieber die Zeit nehmen, die 2, 3 Minuten. Schild hoch. Bam, eine. Und immer mitten in die Fresse rein. Genau, so, super. Seht ihr mich? 2, 4, 5. Da unten 2 sind 7. Ich glaube 7 sind da noch unten. Noch. Immer. So, dann du. So, dann kommt der rauf. Schild hoch. Also wie gesagt, ich erkläre jetzt, wie ich spielen würde, wenn ich das erste Mal spiele. Ja, also das ist wirklich die sicherere Variante, aber die ist gut so. Könnte zwei auch, aber ja, ist wurscht. Machen wir es einzeln. So, dann du. Na, gerade. So, jetzt da oben ist ein Magier, der schießt auch schon wieder. Auch noch zusätzlich, müsst ihr euch vorstellen. Ne? Also dieser Raum ist mitunter einer der gefährlichsten hier in Olasil. Wenn man da runterläuft, läuft man in die Höhle des Löwen. So. So, sie halten ja nicht viel aus, zwei Schläge, aber. Das reicht schon. So, dann ihr zwar. Ah, alles klar. Da ist ein Magier dabei. Gut, dann ziehen wir den einmal, weil der Magier kommt nicht meistens. Der. Das war jetzt wieder die Kamera. Ne? Die blöde Kamera hat mich hier ein bisschen finnorn gehalten. So. Ja. Ah, wieso bleibst du nicht am Rand stehen? Hätte ein Doppeldeck machen wollen. Na gut, dann machen wir es anders. Dann verstecke ich mich hier. Wow. Hey, coole Scheiße, hey. So, bringt aber auch nichts, Mal. So, eine Scherbe. Und jetzt wird schon ein bisschen leichter. Da oben ist einer noch. Und dort hinten steht einer. Den ziehen wir mal. War nicht Treffer. Also, ich habe wirklich. Der war ein Schädel immer. Einmal so dran, ne? Der zieht einen Kopfhörer und der hat Musik oder irgendwas. Ich treffe ihn nicht. Okay, dann machen wir es hier, dann schießen wir meinen in die Gurgel. Wann überhaupt der hat, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der hat keine Eier. So, einmal, zweimal. Passt. Und der letzte, da oben. Der letzte, der Mohikaner. Du. Ja, nein, das habe ich gewusst. Der bewegt sich. Der bewegt sich. Ja, ein bisschen Fahrt hier, aber das machen und dann machen wir Papppause. Machen wir Papppause. Ja, so wäre es gut, weil da trifft er mich nicht und. Aber der bleibt ja wieder nicht stehen. Den Gefallen macht er mir ja nicht, oder? Nein, macht er mir nicht. Ja, wenn du immer so hin und her gehst. Ja, das wäre nett. Ja, weil da kann ich immer ein bisschen steigern. Ja, der war gut, der letzte. Voll gut war der. Okay, jetzt haben wir hier alles erledigt.
Jetzt haben wir den Raum gesäubert. Da braucht es nicht drei noch eine Hand, das ist kein Illosäuber, schaut alles so aus, aber das glaubt man nur. So, hier auch heraus können wir den einen auch gleich machen. Den machen wir auch noch schnell mit. Der kommt wahrscheinlich auch her dann. Der kommt auch am vor, holen wir uns das Item dann noch. Bitte nicht zu weit nach vorlaufen, auch hier so ein abfallender Balkon, sage ich mal. Genau, und das ist der von vorher. Dann haben wir den auch gleich. Ups, Kamera. Dann haben wir den auch gleich erledigt. Genau. Jetzt schauen wir, da gehen wir gleich rauf. Dieses Item, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, kann man das runterschießen? Ja, das geht sogar. Unvorstellbar, dass das geht, hätte ich nicht geglaubt. Finsterer Nebel, genau. Und dann gibt es ein drittes auch noch, das kriegen wir dann erst. Ja, da wie gesagt, gehen wir dann gleich rauf. Da raus geht es dann, glaube ich, eh nur. Ah, da ist schon der Hauptweg. Blödsinn. Ja, da ist schon der Hauptweg. Da will ich aber noch gar nicht sein. Und dieses blaue, komische Klump da, das gehört schon alles zum nächsten Boss, zu Manus. Genau. Ja, da geht es schon weiter. Da will ich noch nicht hin. Wir gehen da nochmal rauf, auf die oberen Bereiche. Aber dann das nächste Mal. Ich werde hier Badpause machen. Aber es geht eh, so ist eh was weitergegangen. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Ulasil Teil 1 ist mal erledigt. Und dann fehlt uns noch ein bisschen was. Und das machen wir dann das nächste Mal. Genau. Und in diesem Sinne, meine Lieben, sage ich Dankeschön für alles. Ich sage danke für alles. Ja. Aber vor allem fürs Zuschauen, ja. Und fürs Zuhören. Ja, bei meinem Jubiläumspart, bei meinem 10. Dark Souls 1 Durchlauf, ja, in New Game Plus 9, ja, auf der PlayStation 5, gell, bei der Remastered-Version, gell. Okay, halt die Ohren steif, man sieht sich, bis bald, ciao.